Herzlich willkommen hier im Estadio Santiago Bernabéu, liebe Fußballfans. Ich darf Sie zu diesem heutigen Spiel begrüßen. Ihre Kommentatoren heißen wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Wir zeigen Ihnen heute eine spannende Partie. Die Stimmung hier ist eindrucksvoll. Das wird mit Sicherheit ein tolles Spiel. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Da ist einiges drin und wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen. Den Ball holt er, gut verteidigt. Super Tackling. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Kepa steht im Tor. David Alaba spielt neben Antonio Rüdiger in der Verteidigung. Toni Kroos steht mit Federico Valverde im Zentrum. Und sie versuchen es heute mit zwei Stürmern. Da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel aussehen wird. Ein ganz wichtiger Spieler dürfte heute wohl Vinicius Junior werden. Mit ihm kommt auf jeden Fall Tempo ins Spiel. Aber das ist jetzt die Chance. Modric macht den Treffer. Er macht das 1:0. Das ist wichtig, dass er hier als erstes ein Zeichen setzt. Trainers, jetzt sind sie vorne. Und jetzt weiß er, jetzt haben sie die Partie erstmal im Griff. Juricic. Da haben sie jetzt einige Optionen. Den Ball will er nicht hergeben. Wichtig, er holt den Ball. Modric. Ist es das? Tor, da ist es. Wichtig, dass sie das machen. Jetzt sind sie hier mit zwei Treffern vorne. Wir schauen uns 2:0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Vilhena. Juricic. Real Madrid mit der Balleroberung. Rodrigo. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Das wird die Abwehrspieler richtig motivieren. Sie waren eigentlich schon geschlagen, aber haben dann irgendwie doch noch den Ball erobert. Abwehr muss aufpassen, sie kommen. Vilhena. Gefährlicher Steilpass. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Juricic. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Vielversprechender Steilpass. Und da ist dieser Angriff beendet. Sie machen zu. Im Estadio Santiago Bernabéu ist erstmal Pause. Das war der erste Spielabschnitt. Er findet bislang irgendwie noch nicht so richtig in diese Partie hinein. Bisher eine sehr überschaubare Leistung von ihm. Er strahlt keine Gefahr aus. Wir gehen rein in die zweite Spielhälfte und von Real haben wir vor der Pause eine Menge gesehen. Sie führen hier bislang klar. Klasse durchgesetzt. Vinicius Junior. Chance für Vinicius Junior. Und ich glaube, da haben sie diese Situation unbeschadet überstanden. Palacios. Da ist Modric. Rodrigo. Rodrigo. Valverde.
Achtung! Ganz wichtig, da muss er hin. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Schaffen Sie den Anschlusstreffer! Sie leben noch! Das war der Anschlusstreffer! Geht noch was! Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Und dann ist der Ballverlust da und der Angriff beendet. Guter Vorstoß jetzt. Da kommt der Pass, aber abgefangen. Gut gemacht. Ist es das jetzt? Sie können kontern. Vinicius Junior. Immer noch diese Szene. Muss Ecke geben. Beide Teams werden wechseln. Ball ist bei Jude Bellingham. Gut gemacht, da holen sie sich den Ball zurück. Viel Zeit haben sie nicht mehr und sie versuchen es nochmal. Sie kommen nochmal. Wer kann jetzt doch noch den Ausgleich machen? Jetzt könnte hier durchaus was entstehen. Könnte der Ausgleich werden. Und jetzt haben sie es. Da ist der Ausgleich. Sie haben die Partie erstmal wieder aus der Hand gegeben. Das ist der Wahnsinn. Was für Comeback-Qualitäten. Jetzt haben sie ausgeglichen. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Mondi. Damit endet die zweite Hälfte und es gibt keinen Sieger.